Hey, heute erkläre ich dir, wie du auf unserem Discord-Server Gamercodes kommst und wie du mitreden kannst. Also, als erstes, um auf unseren Discord-Server zu kommen, brauchst du natürlich, ich denke mal, das ist klar, Discord. So, dazu gehst du auf http://discordapp.com. Die Seite ist in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. So, da heißt es, es ist halt Skype und TeamSpeak den Laufpass zu geben. All in one voice and text set for gamers, that's free. Secures and work on both your desktop and phone. Stop paying to force Teams, TeamSpeak servers and hassling with Skype. Simply your life. Da macht für Windows herunterladen oder Discord öffnen. Werdet ihr jetzt Discord noch nicht, würdet ihr hier auf für Windows herunterladen klicken. Nach wenigen Sekunden sollte sich hier unter den Rest dann Discord öffnen. Dann würdet ihr in Ordner anzeigen gehen und das Ganze ausführen. Wir haben Discord natürlich schon downloaded, denn wir haben es schon. Also das hier sind wieder. So, wir haben Discord schon downloaded und haben es auch in Betrieb. Es ist bei mir Lobwizard, ein bisschen Attackleiste. Aber ja, mal das. So. In der Regel gilt, wenn ihr Discord also habt, ist bei all meinen Videos, ob Livestreams oder sonst was, ein Link. Und dieser Link führt euch hier zum Willkommen-Textkanal. Bei diesem Willkommen-Textkanal steht dann jetzt so eine Nachricht, solltet ihr gesehen haben, willkommen auf den Kanal. Und dann sollte da dieses Video hier sein, was euch gerade ja erklärt, wie es funktioniert. Wie funktioniert es denn jetzt nun? So, ihr seid also auf meinem Discord-Server willkommen, seid in dem Willkommen-Set. Schön und gut. Und jetzt ist eure Aufgabe. Ihr habt bis jetzt, also anders. Ihr seid auf dem Discord-Server, aber ihr habt noch keine Ränge. Dann ist es so, weil vor ein paar Wochen mal der Server verunnutzt wurde, sage ich mal, und da ein paar Creeper, sage ich mal, auf dem Server kamen, Nacktblatt draufgeladen haben, alles nicht so schön. Gab es eine neue Regelung und man braucht einen Mindestrang, um auf dem Server überhaupt irgendetwas zu machen. So, den Mindestrang bekommt man wie? Ganz einfach, indem man in den Support-Channel geht und da zum Beispiel schreibt, ich würde gerne den Hashtag Allgemeinrang haben. Und subdivop habt ihr euren Allgemeinrang. Ja, so einfach ist es, da kann ich eben als Owner oder Admin zu euch einen Rang geben. Dann assignt ihr, habt eben auch da so eine lila Assignung und schon seid ihr auf dem Server drauf. So, ne? Ja, so einfach ist es, wie gesagt, ihr geht in die Hashtag Willkommen Set, weil da werdet ihr automatisch reingelockt, sobald ihr einen Link habt. Dann geht ihr eben im Support Set, schreibt da kurz die Anforderungen. Für den Rang, dann habt ihr einen Rang und dann könnt ihr jederzeit alles auf dem Server machen. Der Spaß bedankt ist mir fürs Zuschauen von dem Video. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.